Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagno. Und der Andrea Meier. Heute trainieren wir Schwindelfreiheit. Wir sind auf dem Cliff Walk auf First und nachher wandern wir aufs Fulhorn. Ich gebe es zu. Schon Tage vorher habe ich mir Gedanken gemacht, ob ich echt den Cliff Walk schaffe. Der Gang über die Hängebrücke ist schon ein bisschen Mutprobe, wo aber eigentlich, steht man dann mal drauf, noch recht flott geht. Zum Glück bin ich unterdessen fängt schwindelfrei. Sonst könnte ich mit dir das nicht machen, da oben. Ja. Vor einem Jahr wäre das noch nicht gegangen. Ich komme mit. Ich habe mich verbessert. Massiv. Thomas, geht's noch? Ja, ja. Schon. Wie man sieht, gibt es auch Berggänger, die sich nur säuferlich vorwärts getrauen. Wer noch ein bisschen weiter will gehen, schaut ganz am Ende der Aussichtsplattform durch eine Glasscheibe in die gähnende Leere. Wir stehen jetzt auf dem sogenannten Cliff Walk. Was ist das Besondere an diesem Cliff Walk? Das ist die Attraktion hier First. Ein Steg, der am Felsen angebaut ist. Ja, genau. Hey Thomas, hebt die Brücke. Die hebt. Die hebt auch für dich. Hast du gut inszeniert und gut vorgemacht, sodass ich es jetzt auch wagen kann. Oder? Du bist extra drüber gesprungen, drauf kommt, um mir zu beweisen, ja. Es hebt. Es hebt. Okay, gut, ist dann, absolut sicher. Geh langsamer, es ist anstrengend springen. Ich probiere es jetzt. Okay, gut. Ja, und wer lieber nicht runterschaut, nimmt am besten die Fotokamera zur Hand oder lässt sich von den umliegenden 4000er ablenken. Und ich bin auch später froh, habe ich die Kamera dabei. Ja, Filmen ist schon ein dankbarer Job. Wie viele Höhenmeter müssen wir überwinden? Ich glaube 400. Okay, kommt man. Also vor, wie viel mehr? Ja, jetzt haben wir doch schon 20. Ich gehe nach dem Morgenessen, Sonnenhocker, der Ruf. Thomas! Du sinkst ein, fällt mir auf. Ja, das zweite Gipfel hätte ich nicht essen sollen heute Morgen. Für unser nächstes Ziel, das Fulhorn auf über 2600 Meter, muss man ein bisschen Kondition mitbringen. Mit genügend Pausen und Trinkwasser ist die Wanderung aber gut zu machen. Wer am Schluss noch eine ganz sportliche Variante will, geht bis zu oberst auf den Gipfel rauf. Das muss man dem Thomas natürlich nicht zweimal sagen. So, jetzt stehen wir auf dem Fulhorn, gell? Auf der Terrasse vom Fulhorn, auf ja. Es geht noch ein Stückchen rauf bis auf den Gipfel. Das machst du jetzt? Jetzt gehe ich rauf, ja, natürlich. Gut, und ich geniesse die Aussicht. Was sehen wir da? Dann sehen wir die drei berühmten. Eiger, nebenan der Mönch und die Jungfrau. Auf dem Gipfel liefert die Kamera den Beweis. Währenddessen freue ich mich schon auf die längste Schlittelpiste der Welt. 15 Kilometer sind es vom Fulhorn bis nach Grindelwald. Wir sind über eine Stunde genussvoll unterwegs. Thank you.
hat jetzt die falsche Abzweigung genommen. Alles gut. Thomas, ist das jetzt schon in Lack? Ja. Ihr Kurvenspot antriftet.